Hi, ich bin Kate, Satoshis Schwester, mit den brandheißen Krypto-News für euch. Bevor wir starten, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Heute starten wir mit Blockchain Days, der brandneuen Layer-2-Lösung, die seit ihrem Debüt am 9. August 2023 bei Coinbase Aufsehen erregt. Ist Base ein Gamechanger oder nur ein weiterer überhypter Token, der auf aggressivem Marketing schwimmt? Lass uns das aufdröseln. Base, basierend auf Ethereum und kompatibel mit der Ethereum Virtual Machine, erleichtert das Erstellen und Migrieren von Anwendungen und sichert Transaktionen, Liquidität sowie technologische Entwicklung für die Zukunft. Das Netzwerk nutzt Rollup-Mechanismen für günstige, schnelle Transaktionen. Das liegt vor allem an der Ansammlung verschiedener Transaktionen außerhalb der Blockchain, die gesammelt zum Layer-1-Netzwerk gesendet werden. Diese Lösung wird in anderen Netzwerken genutzt, was ihre Wirksamkeit zeigt. Coinbase ließ sich beim Netzwerkaufbau von einer Börse inspirieren, die Erfolg hatte. Wir reden über Binance Smart Chain, die trotz Skepsis gegenüber Binance und CZS Weggang bis heute als führendes Layer-2-Netzwerk gilt. In Reaktion darauf lancierte Coinbase ein Netzwerk, um Nutzer anzuziehen, Handelsprozesse zu vereinfachen und Sicherheit zu gewährleisten. Es wird spekuliert, dass Coinbase, nachdem es den Umsatz von Binance durch dessen Netzwerk sah und erhebliche Mittel hat, entschied, mehr Kapital zu ziehen. Es fokussiert nicht nur auf die USA, sondern auf den gesamten Kryptomarkt. Lass uns Statistiken besprechen. Zum Zeitpunkt dieser Bewertung zählt Base stolz zu den Top 10 Kryptonetzwerken. Trotz Bodenverlust nach der Explosion setzt das Netzwerk seinen kometenhaften Aufstieg fort. Im März gab es einen atemberaubenden sechsfachen Anstieg der Transaktionen. Das übersetzt sich in Transaktionseinnahmen, wobei tägliche Gewinne Millionen erreichen und Spitzenverdienste pro Tag 2 Millionen Dollar steigen. Dieser Anstieg folgt aus stetigem Zustrom neuer Nutzer und zunehmend gewaltigen Summen im Protokoll. Nach Datenanalyse ist klar, dass Kapital zirkuliert und Interesse zwischen Netzwerken variiert. Hier beobachten wir einen teilweisen Kapitalfluss von Solana zu Base, weniger drastisch, vorrangig durch den Zustrom neuer Projekte zu Base und deren Umzug von Solana. Meme-Coins sind spitze, locken Spekulanten, anders als Investoren, wie Tag und Nacht, mit hunderttausenden Prozent Gewinn. Dank dessen beginnt eine neue Welle von Fans dieser Spielart ihre Erstaktivitäten im Basisnetz. Noch etwas, womit Discus Nutzerherzen erobern will, ist der Airdrop. Bauern schlafen nicht. Immer neuere Protokolle machen Coinbasis Geldbörse ordentlich fett. Farmt das Projekt nicht uns? Hunderttausende unnötige Ether verbrannt für was? Ein Airdrop nie offiziell erwähnt. Typisch reine Spekulation, die historisch Riesengewinne gemacht hat, wie bei Arbitrum, Optimism oder Starknet. Wird es bei Base gleich sein? Die Zeit entscheidet. Aktiv auf Base? Sag uns Bescheid. Unser Portfolio hat chancenreiche Positionen, die bei Netzwerkinteresse hohe Gewinne versprechen. Im Rahmen von Alpha-Spielen betrachte Positionen wie höher und tiefer als gegnerische Token, die nacheinander fesseln. Typischerweise geben verbundene Token den Hype weiter. Erst schießt einer hoch, dann folgen die anderen. CJ, Hauptfigur in GTA Vice City, ein Genre-Klassiker, ist eng mit GTA verbunden. Toshi und Mori, Memes von Brian Armstrongs Katzer, dem Coinbase-CEO, inspiriert. Elon RVR, ein tokenisiertes Bild von Elon Musk, erobert üblich Krypto-Fanherzen. Baum, der Alpha-Token Baum, ist eine geheimnisvolle Organisation, die Top-Krypto-Spielern Dienste bietet. AIB, der erste große Community-Token auf Basis. TYBG, ein Token basierend auf der Religion des Space Gods. Penny, eine Geschichte basierend auf dem Gedanken, kannst du einen Penny festhalten? Hund in mir, Gründer von Farcaster's Dog, der kein Hund ist, sondern der ursprüngliche darin. Das Interesse an Nischentokens, getrieben von der Gemeinschaft und mit großem sozialen Hype, könnte dem Netzwerk erheblichen Wert bringen. Solana und Ton sind Top-Beispiele. Sie sind riskant, locken aber mit hohen Gewinnen. Mach Recherche.
Kennst du Tokenstandards, die NFT-SERC-20 vereinen? ERC-404 ermöglicht den Austausch zwischen NFTs und Tokens gleichen Werts. Kannst du dir das NFT nicht leisten? Kein Problem. Einige, wie Omnibus Libertas auf ZKSYNC, bieten anteiliges Eigentum, passend zu deinem Budget. Mit NFTs kannst du sie gegen Token mit gleichem Wert tauschen. Doch Vorsicht! Diese Technologie hat Macken, Vertragsmängel und birgt Risiken wie Ausbeutung, hohe Gasgebühren. Die N404, teilbare NFTs, die Sicherheit und Raffinesse mit Open Source vereinen. Von den Avengers entwickelt, behebt die N404 Mängel von ERC-404, optimiert Technik und macht sie zugänglich. Und wir dürfen Asterix nicht vergessen, ein bei Alpha-Spieljägern beliebter werdendes Projekt. Das sind Projekte, die unter dem Radar fliegen, deren Innovationen bald Investoren anlocken könnten. Denk dran, du kannst sie als NFT oder Token erwerben. Wollt ihr mitmischen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir servieren wöchentlich die heißen Münzen der vergangenen Woche. Dieses Mal rücken wir neuronale Key ins Rampenlicht. TRIO plus Key, Zocken und NVIDIA gleich neuronal. Früher war die Erstellung von 3D-Inhalten teuer, jetzt nicht mehr. Neural AI nutzt Key für Text zu 3D-Modelle, senkt Kosten und Komplexität. Mit neuronaler Technologie erstellen Entwickler schnell neue 3D-Modelle und Textaufforderungen. Mit seinem integrierten Marktplatz kannst du KI-generierte Projekte handeln, verkaufen oder schenken. Neural bleibt ein offizielles TAO-Subnetz und ist eine Top-Ergänzung fürs Portfolio. Mit einer niedrigen Marktkapitalisierung von ca. 10 Millionen Dollar und seiner Key- und Gaming-Story könnte dieses Projekt Popularität gewinnen. Die Bitcoin-Halbierung naht. In rund 8 Tagen wird die Blockproduktion langsamer, was die Bitcoin-Nachfrage steigern könnte. Aber hier ist die Frage aller Fragen. Hält der Markt wirklich den Atem an beim Halving, nur um kurz danach stark zu steigen? Einige Analysten spekulieren, dass der heutige BTC-Preis um die 70.000 Dollar die Halbierung schon eingepreist hat. In vorherigen Zyklen, kurz vor dem Halving, sahen wir einen schmerzhaften Markteinbruch, bei dem Bitcoin etwa 20% seines Werts verliert. Aber nach einer Seitwärtsphase sehen wir einen Anstieg zu neuen Höchstständen. Könnten ETFs Bitcoin-Zyklen stören? Lady of Crypto präsentiert auf Twitter einen tollen Post über Halbierungsperioden. Ein vorübergehender Marktaufschwung könnte durch einen Rückgang der GBTC-Verkäufe unter 100 Millionen ausgelöst werden, so James Seaford, Bloomberg-Vermögensprofi. Positive Marktnews könnten kommen. James meint, Ethereums Pod-Ads könnten 2025 genehmigt werden. Laut CoinDesk steigen Chinas Top-Aktienfonds leise in den Bitcoin-Spot-ETF-Markt ein. Chinesische Aktienfonds beantragten durch Tochtergesellschaften Spot-Bitcoin-Ads. Die Niederlassung von Harvest Fund Management in Hongkong wartet auf die Genehmigung der SFC. Risikokapitalfonds schenken dem Kryptowährungssektor nach fast 2 Jahren Bärenmarkt wieder Aufmerksamkeit. In letzter Zeit gab es einen Anstieg bei VC-Investitionen im Kryptobereich, besonders mit Interesse am Eigenlehr-Ökosystem, was Wachstumstrends in der Kryptowelt bestätigt. Seit unserer letzten Analyse kaum Änderungen. BTC stabil, pendelt zwischen 73.000 und 65.000 mit Seitwärtstrend seit März. Die Bitcoin-Dominanz schwebt noch um 51%. Einige Altcoins verlieren langsam an Wert, andere sind von lokalen Rückgängen unberührt. Tau und Thun sind hierbei, da sie Zehner oder Hunderte Prozente gewonnen haben. Seit Oktober letzten Jahres stieg der Bitcoin-Preis um etwa 170, was seine jüngsten Bewegungen zeigt. Trotz des Gefühls bleiben wir nahe am Skalenhoch. Ein Schlüsselfaktor, der BTCs Preis stützt, ist Minas Ansammlung von BTC, um es zu höheren Preisen zu verkaufen. Am Mittwoch, 10. April, hat das US-Arbeitsministerium Verbraucherpreisanstieg, bekannt als CPI, gemeldet. Im März stiegen die Werte um 3,5% gegenüber dem Vorjahr und 1,5% Jahr für Jahr, mit einem monatlichen Anstieg von 0,4%. Die Erwartungen von 3,4% jährlich und 0,3% monatlich wurden somit leicht übertroffen. Kerninflation minus Treibstoffessen stieg 0,4% monatlich, 3,8% jährlich.
Die Erwartungen lagen bei 0,3% und 3,7%, was sofort negative Effekte auf traditionelle und Kryptomärkte hatte. Der BTC-Preis sank in 24 Stunden um 4%. Eine kürzliche Rallye wegen positiver Ethereum-ETFs-Nachrichten. Denkt dran, auch andere Layer 2 und 3 Netzwerke steigern Ethereums Wert, da verbunden. Einige Analysten betonen, dass, wenn die BTC-Rallye Fahrt aufnimmt, sie noch dieses Jahr enden könnte. Der niedrige BTC-Preis, möglicherweise künstlich, zielt auf zukünftige Preisannahmen. Positive Nachrichten und Wachstumsimpulse könnten BTC schnell über 100.000 treiben. Glaubst du, Kapitalfluss in Krypto bewirkt Steigerungen oder fokussiert sich auf bestimmte Währungen? Wichtiges Sicherheitsupdate: Telegram gehackt, Schadsoftware wurde automatisch heruntergeladen, wenn Nutzer auf einen geteilten Link klickten. Der Angriff wurde vom Telegram-Sicherheitsteam erkannt und behoben. Es mahnt zur Vorsicht bei Links aus unbekannten Quellen. Google Chrome-Nutzer wurden in einer Phishing-Kampagne zum Ziel, um Kryptowallet-Zugangsdaten zu stehlen. Angreifer verschickten E-Mails, die wie echte Google Chrome-Support-Nachrichten wirkten und baten um Browser-Erweiterungs-Updates. Der Link führte zu einer gefälschten Seite, die sensible Daten stehlen wollte. Sei wachsam, prüfe Nachrichten, Links, bevor du handelst. Der Kryptomarkt bleibt dynamisch, bietet Chancen für Investoren und Enthusiasten. Mit der Einführung innovativer Projekte wie Base, neuen Tokenstandards wie die N404 und Spitzentechnologien wie neuronaler Key fehlt es nicht an Aufregung im Kryptobereich. Es ist entscheidend, gründlich zu recherchieren, Markttrends zu kennen und vorsichtig in der digitalen Welt zu agieren. Mit Fleiß und scharfem Blick navigierst du den wechselnden Kryptomarkt und triffst Entscheidungen, die zu deinen Zielen passen. Bleib dran für Updates, Analysen, Einblicke von Satoshi-Schwestern, während wir Kryptowährungen, Blockchain erkunden. Denk dran, bleib sicher, informiert und möge Satoshi mit dir sein.